Oida, was geht ab, Leute? Hunger. Ihr könnt es hier schon sehen. Mein 100% Psyana. Das hat bei der Abstimmung gewonnen. Und zwar bei weitem fast 300 Stimmen. Und Taubsi auf zweiten Platz mit nur 100, 118. Das werde ich jetzt pushen. Ich hatte mir überlegt, Giova zu pushen, beziehungsweise Kleinstein, weil ich den für Kampf gegen die Dreier-Raid-Bosse brauche. Aber ich habe letztens einen gemacht und wieder versagt. Werdet ihr demnächst wahrscheinlich hoffentlich noch sehen. Aber ich brauche auf jeden Fall wieder Tränke und so und dementsprechend kann ich erstmal eine Weile nicht gegen die kämpfen. Die sind echt schwierig. Ist echt eine gute Herausforderung. Aber Psyana auch gut. Werde ich erstmal den pushen und dann, wenn ich wieder Tränke gesammelt habe, wenn ich wieder bereit bin für den nächsten Kampf, mache ich mir einen Geowatz. Auf jeden Fall checken wir kurz die Moves ab. Auf jeden Fall erstmal zur Abstimmung. Psyana hat gewonnen. Offensichtlich. Der wird ersetzt. Oder die wird ersetzt. Psyana. In dem Fall männlich, der wird ersetzt. Und Kramurks auf dem letzten Platz wird auch ersetzt. Da kommt eine neue Auswahl hinzu. Ich muss mal in die Kommentare vom letzten Video schauen, wer da oft erwähnt wurde. Der wird dann in die Auswahl mit reingenommen. Zum Glück, das war ein sehr knappes Rennen zwischen Pinsir und Kramurks für den letzten Platz. Der letzte Platz, wie ihr wisst, fällt raus. Und Pinsir, einer meiner Favoriten, wenn nicht sogar mein Lieblings-Pokémon zurzeit, aus verschiedenen Gründen. Den habe ich eigentlich echt auf jeden Fall vor, mal Max zu pushen. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, checken wir kurz die Attacken ab. Wo sind hier die Attacken? Besten Attacken: Konfusion Future Sight, Zen Headbutt Future Sight. Zweitbeste Attacke: Confusion Psybeam. Und dann drittbeste, also viertbeste. Drittbeste sagen wir mal, weil die ersten zwei sind auf Platz 1. Dann kommt Confusion Psybeam auf Platz 2 und auf Platz 3 teilt sich Confusion Psychic und Zen Headbutt Psychic. Wobei man sagen muss, Psyana kann nur Psycho-Attacken, also egal was ihr da für Attacken bekommt, das sind immer zwei Psycho-Attacken. Dementsprechend bin ich da zufrieden, muss keine TMs verwenden. Aber fangen wir mal an, die zu pushen. Max WP, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Kann die auf jeden Fall im Kampf gegen Gengar gebrauchen. Das ist übrigens auch der, gegen den ich letztens angetreten bin und verloren habe. Da hat mein 100% Max Simsala nicht gereicht. Der hat ein Shadow Ball kassiert und es war nicht mal Shadow Ball, es war Matsch Bombe oder so. Und ist fast vergeckt. So, jetzt haben wir es gleich. Kommt relativ hoch. Auf jeden Fall über 2,9. Ist nicht schlecht. Für das neue Arena-System perfekt. Knapp unter 3000. Und ich glaube, vorletzter Push ist das. Ja. Und der letzte Push. Hat um die 150.000 Staub gekostet. Ein paar Bonbons. Weiß nicht mehr genau wie viel. So, da ist es. 2958. Nicht schlecht. So, damit gehe ich jetzt. Moment. So, damit gehe ich jetzt raus und mache diese Arena hier platt. Nur mit dem Psyana. Oder zum Großteil mit Psyana. Zeige ich euch das 100% gemaxte Psyana in Action, in Aktion. Ansonsten fangen wir schnell das Weberg hier. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, welche zwei Pokémon
mit auf die Liste kommen sollen für die Abstimmung. Und die Abstimmung findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Könnt ihr wieder abstimmen, was ich als nächstes Max pushen soll. Wir haben immer noch über 5 Millionen, das heißt, es wird weiterhin fleißig gepusht. Ansonsten auf zur Arena. So, das war's. Da bin ich wieder. Psyana haut echt rein. Kann echt gut austeilen. Finde ich echt cool. Früher nie benutzt, weil der nicht über 3000 kommt. Was echt schade war. Aber jetzt kann man echt so viele verschiedene Pokémon verwenden. Macht echt Spaß, paar von denen zu pushen, zu maxen und dann zu verwenden. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Vorschläge für die nächsten Pokémon, die mit in die Auswahl kommen sollen. Und die Auswahl an sich findet ihr unten in der Beschreibung. Klickt drauf, stimmt ab, das nächste Pokémon, das gewinnt, wird gemaxt. Und ansonsten wie immer liken. Oh, natürlich, schreibt unten in die Kommentare, wie stark euer stärkstes Psyana ist, wie viel IV, wie viel WP, welche Attacken. Und jetzt, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.